Okay, dann herzlich willkommen im Namen von Pro Quote Film. Mein Name ist Pari El-Kakili, ich bin Regisseurin und Teil des Pro Quote Film Vorstands. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu dem Panel Filmgeschichte umschreiben, die Folgeveranstaltung zu Kanon befragen. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen Naomi Gramlich, die die Gesprächsrunde moderieren wird. Afsun Mosheri, Sanju Choi und Stefanie Schulte-Strathaus. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr heute da seid. Das Panel ist so aus der Motivation entstanden, dass Pro Quote Film sich natürlich damit beschäftigt oder noch viel mehr damit beschäftigen möchte, welche Filme, wie sieht es mit dem Filmerbe aus, welche Filme werden archiviert, welche werden übersehen, ausgelassen. Und da natürlich Fragen nach Sichtbarkeit, ja, Filme von, welche Filme bekommen Sichtbarkeit und welche nicht. Und da würde ich ganz gerne gleich an Naomi Gramlich übergeben. Naomi Gramlich ist Medienwissenschaftlerin, forscht und lehrt an der Universität Potsdam am Lehrstuhl Medienwissenschaften und Medientheorie. Ihre Schwerpunkte sind feministische Methoden, Class, Gender und Race in populären Medienkulturen, Medienökologie, Post-, De- und antikoloniale Theorien und koloniale Archive. Und ja, damit übergebe ich an Naomi noch ganz kurz. Wir haben ungefähr 80 Minuten für das Gespräch. Ich würde die Teilnehmerin bitten, dass ihr eure Fragen vielleicht noch ganz analog aufschreibt und in den letzten 10 Minuten dann stellt, sodass wir nicht durch den Chat so abgelenkt werden von dem Gespräch. Und ja, viel Spaß. Bitte schön, Naomi. Ja, vielen Dank, Pari. Und auch herzlich willkommen von meiner Seite an euch alle. Ich freue mich total, mit euch in den nächsten 1,5 Stunden sprechen zu können und hoffe, dass ihr alle einen maximal kühlen Platz gefunden habt und freue mich auch an die paar Teilnehmerinnen, die heute trotz der Hitze dabei sind. In diesem Roundtable sprechen wir heute darüber, ob und wie der Filmkanon umgeschrieben werden kann. Der Kanon ist in erster Linie ein Machtapparat. Was Teil davon ist, wird unterrichtet an Filmhochschulen und Universitäten. Was als kanonisch gilt, wird im öffentlichen Gedächtnis erinnert. Der Kanon entscheidet zuletzt auch darüber, was von der Kulturpolitik finanziert wird. Der Kanon vermittelt außerdem ein Bild von einer einheitlichen Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Wir fragen danach, ob wir den Kanon überhaupt noch brauchen und wer dann dabei dieses Wir sein kann. Reicht die Öffnung des Kanons? Ist es also genügend, den bestehenden Kanon, der mehrheitlich europäische, weiße, männliche und bürgerliche Perspektiven widerspiegelt, um einige Arbeiten von of color und oder weiblichen und oder queeren Filmemacherinnen zu erweitern? Oder soll der Kanon um feministische und antikoloniale Gegenkanones erweitert werden? Kanones ist laut Duden der Plural von Kanon, kommt aber so leicht nicht von meinen Lippen, zumindest von meinen nicht. Denn Kanon scheint es nur einmal zu geben. Wenn das wirklich so ist, braucht es also eventuell andere Formen der Wissensproduktion, um subalterne und gegenhegemoniale Positionen zu erinnern und zu erkennen. Ich freue mich, diese und weitere Fragen mit meinen tollen Gästinnen zu diskutieren, die ich kurz vorstellen möchte. Und ich halte diesen Punkt wirklich sehr, sehr kurz, nicht weil es über euch nicht mehr zu sagen geben würde, sondern weil ich mit euch lieber ins Gespräch komme und ihr euch in dem Gespräch auch selber vorstellen könnt und eure Positionen. Im Raum sind unterschiedliche Perspektiven vertreten, die nicht alle Formen der Kritik am Kanon widerspiegeln können. Es sprechen also unterschiedliche biografische und institutionelle Positionen und verschiedene Formen der Situiertheit. Unser Ziel ist also nicht, den gesamten Kritikapparat am Kanon hier wiederzuspiegeln, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten. Es muss uns also klar sein, dass auch unsere Position auf dem Kanon sehr situiert und auch ja, partikular ist. Und ich freue mich, meine erste Gästin begrüßen zu dürfen. Afsun Mosheri ist Filmemacherin und Filmkuratorin. Letztes Jahr hat Afsun bei den Berliner Festspielen das Filmprogramm zum iranischen Film kuratiert. Und heute bist du bereits in der zweiten Runde dabei. Du warst schon Gast in dem vorhergehenden Gespräch zu Kanon befragen. Herzlich willkommen, Afsun, und schön, dass du noch dabei bist und Energie hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sozusagen warm gelaufen. Als nächste in der Runde möchte ich Sanshu Che begrüßen. Sanshu ist Drehbuchautorin und Co-Leiterin des Asian Film Festivals. Eine ihrer vielen Positionen und Tätigkeitsfeldern ist die stellvertretende Geschäftsleitung des Vereins Neue Deutsche Medienmacherinnen. Schön, dass du dabei bist, Sanshu. Danke für die Einladung, freue mich sehr. Und als dritte und letzte freue ich mich, Stefanie Schulte-Strathaus begrüßen zu dürfen. Stefanie ist Co-Direktorin des Arsenals, dem Institut für Film- und Videokunst in Berlin und Leiterin des Forum Expanded der Berlinale. Herzlich willkommen, Stefanie. Dankeschön. Hallo, ich freue mich auch. Und wie vereinbart, möchte ich jetzt als nächsten Punkt das Wort an euch übergeben. Ich hatte euch ja im Vorfeld gebeten, ein Mini-Statement von ungefähr 3 Minuten vorzubereiten. Das ist wirklich sehr niedrigschwellig und soll einfach ein bisschen helfen, Richtungen, über die wir sprechen können, jetzt in den nächsten 1,5 Stunden ja, einen Grund zu geben, einen Boden zu geben. Und davon ausgehend dann auch Verbindungen in den verschiedenen Bereichen, mit denen ihr tätig seid, finden zu können. Genau, und ich würde, wie vereinbart, Stefanie bitten, anzufangen. Gerne, ja. Danke, Naomi. Ich fange gerne an. Ich hoffe, dass ich 3 Minuten das gesagt bekomme, was ich vorweg gerne sagen möchte. Also erstmal, haben im Vorfeld gerade schon gesagt, wie wichtig das wirklich ist, dass das hier stattfindet. Vielen Dank auch dafür. Und wir sind als Arsenalinstitut für Film- und Videokunst, wie ja die meisten wissen, nicht nur ein Kino, beziehungsweise 2 Kinos oder jetzt mit dem digitalen Kino sogar 3 Kinos. Wir machen auch Forum Expanded der Berlinale, aber wir haben eben auch ein Archiv, ein Filmarchiv und einen Filmverleih. Und das ist jetzt auch der Schwerpunkt dessen, worüber ich sprechen möchte. Und generell ist natürlich eine Antwort auf die Frage, wie man einen Kanon umschreiben kann, ganz klar, indem man andere Filme auswählt, wenn es darum geht, sie zu digitalisieren und zu restaurieren. Und das tun wir auch. Wir haben jetzt erst vor einem Jahr begonnen, auch Anträge, Digitalisierungsanträge bei der FFA zu stellen, wo man allerdings nur für deutsche Filme, nur deutsche Filme beantragen kann. Unser Archiv ist extrem international, transnational ausgerichtet. Wir haben aber dennoch auch einige deutsche Filme haben aber dann entschieden, die ersten Anträge ausschließlich Filmen von Frauen zu widmen und nicht nur Filmen von Frauen, sondern auch Filmen, die einen transnationalen Bezug haben. Also das sind Filme von Sera Berakarasu, Angelika Devi, Cynthia Beat etc., die wir jetzt als erstes angegangen sind. Aber mindestens genauso wichtig finde ich eben nicht nur die Frage, welche Filme kümmert man sich, sondern auch die Frage der Archivpraxis. Denn ich glaube, dass mit einer anderen Archivpraxis automatisch eine andere Filmgeschichtsschreibung in Gang oder losgetreten wird und mit einem völlig anderen Verständnis von einer partizipativen, dekolonialen Archivpraxis es gar nicht möglich ist, den Kanon zu bedienen. Und insofern möchte ich da ansetzen. Vielleicht ganz kurz zurück, als ich angefangen habe zu studieren, das war noch ganz kurz, allerdings nur in Köln 1988, da war meine erste Vorlesung in der Filmwissenschaft, die hieß Göttinnen der Leinwand. Und es war auch entsprechend, es war ein Professor, der dieses Seminar oder diese Vorlesung angeboten hat. Und mir war gleich klar, das ist jetzt nicht mein Zugang. Ich bin dann nach Berlin gegangen. Da war dann am Anfang noch Carsten Witte. Der hat dann zum Beispiel Pasolini-Seminar eingeleitet, in dem wir alle erstmal Ricotta gegessen haben. Das war schon mal ein ganz anderer Zugang, um den Film Ricotta kennenzulernen. Aber leider war Carsten Witte nicht lange da. Er war dann schon sehr krank. Und danach war es an der FU in Berlin zu dem Zeitpunkt auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Ich habe also sehr früh dann mit einer Gruppe von Kommilitoninnen eine unabhängige oder ein eigenständiges Studium begonnen, sehr stark an der Schnittstelle zur Praxis. Wir hatten einen Namen, Übung am Phantom, das kam aus der Medizin und haben dort unseren eigenen Einstieg über einen feministischen Blick gleich hergestellt in unsere, wie soll ich sagen, ja, universitäre
Laufbahn, einfach weil das Angebot uns so automatisch dazu gebracht hat. Ich habe dann parallel angefangen, im Arsenal schon zu arbeiten, war sehr jung und meine erste Tätigkeit war im Filmarchiv, damals schon, und zwar war ich zuständig für den Versand von Filmen. Und das heißt, ich war dann, wie gesagt, Anfang 20, hatte noch kein besonderes Kanonwissen tatsächlich, und eben auch kein entsprechendes Studienangebot und hatte dann zu tun mit einem Archiv, was man tatsächlich so etwas wie ein Gegenarchiv nennen kann. Also vor allem dokumentarische, politische, unabhängige Filme, darunter sehr, sehr viele Filme der Frauenbewegung, mit denen ich mich anfangs auch sehr beschäftigt habe. Und das Arsenal selber, das Programm, hat ja auch eher mit einer Gegenöffentlichkeit zu tun. Und so, dass ich das sozusagen meine eigene Sozialisierung als eine sehr junge Einsteigerin tatsächlich jenseits der offiziellen Kanonisierung stattgefunden hat. Dennoch ist natürlich auch hier, ich glaube, darum ging es ein bisschen auch schon in dem Panel davor, sind auch Gegenarchive nicht davor gefeit, sehr schnell kanonisch zu werden. Und ich mache jetzt einen Sprung 20 Jahre später. Ich war inzwischen eine von drei Leiterinnen oder bin es ja heute noch, das Arsenal ungefähr vor 10, 12 Jahren wurde deutlich, wir müssen uns um das Archiv kümmern, die Filme altern, die Digitalisierung tritt ein und wo setzt man an? Erstmal war klar, wir kriegen keine Förderung, so ohne weiteres für internationale Filme. Und zweitens war ich so ein bisschen erstarrt und dachte, who am I, jetzt zu entscheiden, mit welchem Film man anfängt. Also eine Restaurierung ist sehr teuer, sehr, sehr aufwendig. Da muss man schon priorisieren. Um dem zu entkommen, dieser Rolle der einen Archivarin, haben wir einen Projektantrag gestellt, mit dem wir dann 40 Personen einladen konnten, die alles waren, KuratorInnen, KünstlerInnen, FilmemacherInnen, MusikerInnen, nur keine ArchivarInnen, 2 Jahre mit uns zu arbeiten und Projekte zu realisieren im Archiv und eigene Projekte. Und das, worauf Sie dabei stoßen, haben wir dann in die Hand genommen und uns vorgenommen. Das heißt, wir haben sozusagen die Produktion, die Idee der einer zeitgenössischen Produktion, künstlerisch, kuratorisch, wissenschaftlich, als Ansatz genommen, um uns dem Archiv zu widmen. Und das hatte den Effekt, dass die einzelnen TeilnehmerInnen, die wir beispielsweise eingeladen hatten, als AkademikerInnen oder als MusikerInnen, die haben dann angesichts dieser Filme, mit denen sie plötzlich konfrontiert waren, das ist einfach der Masse an Filmen, waren die so überwältigt, dass sie das als einen Freiraum dann etabliert haben für sich selbst, um was ganz anderes zu machen als das, was wir erwartet haben. Also ein Filmwissenschaftler hat eine Performance gemacht, ja, eine Stummfilmpianistin hat eine Installation gemacht, eine Soundinstallation. Das heißt, wir haben gemerkt, okay, wenn man wirklich ohne kanonischen Kontext einfach nur sich gegenüberstellt, der Filmgeschichte begegnet, dann macht das was mit einem. Es verändert sogar das eigene Selbstverständnis. So, ich merke, ich werde schon zu lang, ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Wir haben in dem Zusammenhang auch öffentliche Sichtungen gemacht. Das heißt, wir wollten mit Publikum auch Filme auf der Leinwand ansehen, die und gemeinsam mit Publikum diskutieren, entscheiden, ob wir die digitalisieren sollten, was andere denken. Aber einer solchen Veranstaltung einige Jahre später, wir haben dann Filme mal gezeigt von Atiyat Al-Abnoudi, einer ägyptischen Dokumentarfilmerin, die sehr, sehr wegweisend war in der Region und also vor allem in den 70er Jahren. Und im Publikum saß Claudia von Alemann. Und wir hatten auch so ein bisschen Material, was kein fertiger Film war, Making-of. Und darin sah man die Produktion eines Films von Atiyat Al-Abnoudi. Und Claudia rief plötzlich, da die Kamerafrau, die kenne ich, das ist Katja Forbert, die hat auch Redu Pers von Hilke Sander gedreht. Und plötzlich wurde uns klar etwas, was wir gar nicht wussten, nämlich eine Verbindung über ein feministisches Netzwerk in den 70er Jahren, von dem ich persönlich noch nie gehört hatte, was ganz neue, für mich eine ganz neue Erzählung war dieser Zeit, in der ich dachte, mich sehr gut auszukennen. Und so etwas macht ein Archiv möglich, ja, dass solche Begegnungen, wenn man eben viele reinlässt und wenn man das mit der Öffentlichkeit teilt. Ein anderes Beispiel war eine Filmwissenschaftlerin, Kuratorin Nicole Wolf, die hat bei uns recherchiert, einen Film gesucht, nirgendwo gefunden, von Deepa Dhanraj aus den 80er Jahren, eine indische Filmemacherin und Aktivistin,
den Film gab es nicht mehr in Indien und auch nicht in UK. Und sie fand ihn dann bei uns, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir das Unikat haben, was wir zuvor nicht wussten. Das heißt, Leute, die von außen kommen, bringen Wissen und nehmen es nicht weg, wie oft angenommen wird. Und sie kam auch mit dem Kontext, nämlich eine Ausstellung der Deutschen Guggenheim, in dessen Rahmen wir dann in die Lage versetzt wurden, mit ihr zusammen in Kooperation diesen Film zu restaurieren. Natürlich auch an die Regisseurin Deepa Dhanraj zurückzugeben und in dem Zusammenhang zu erfahren, dass Deepa vorher auch in einem feministischen Kollektiv gearbeitet hatte, in dem sehr, sehr viele Kurzfilme entstanden waren, die den Film, den wir hatten, What Had Happened to the City in der Sammlung, nochmal ganz anders geöffnet haben, nochmal ganz andere Blicke möglich gemacht haben. Das heißt, wir haben verstanden, erstens brauchen wir NutzerInnen des Archivs, die mit uns arbeiten, aber wir haben auch verstanden, unser Archiv öffnet uns in andere Archivlandschaften hinein oder unsere Arbeit und damit wird unser Archiv relativiert. Also obwohl ich immer dachte, wir haben das größte, tollste Archiv überhaupt, aus einem ganz subjektiven Blick heraus, voller Begeisterung, da habe ich auch noch die Begeisterung, relativiert sich das sehr, wenn man dann wirklich die Filme verfolgt und dann woanders hingerät, in andere Kreise und sieht, wie viel mehr es noch gibt. Und in der Tat, da gibt es verschiedene Schätzungen von wahrscheinlich überhaupt keine klaren Angaben sind vielleicht, was vielleicht digital bisher vorliegt, der Filmgeschichte, weiß ich nicht, 5%, 10%, der Rest ist tatsächlich noch analog oder gar nicht erst entdeckt und erschlossen. Und das ist das, worum es mir geht sozusagen. Jetzt höre ich auch auf. Also dieses die eigene archivarische Praxis als eine politische zu verstehen, in einem zeitgenössischen Zusammenhang, führt automatisch weg vom Kanon. Das heißt natürlich nicht, dass man den komplett ignorieren muss. In meinem Fall hieß es tatsächlich, dass ich nie wirklich Zeit hatte für einen Kanon, weil ich immer woanders gelandet bin durch diese Projekte und da auch lernen musste, das auszuhalten. Wenn man mich abfragt, bin ich da, glaube ich, nicht besonders gut, wenn es darum geht, den Kanon abzufragen. Dafür gibt es eben andere Wissensformen, die es sich genauso lohnt zu erschließen. Ich höre mal auf an der Stelle. Viel zu lang. Ja, vielen Dank, Stefanie. Du hast wahnsinnig super Aspekte besprochen, auf die wir, glaube ich, einige nochmal zurückkommen werden. Afsun, du hast dein Mikro enabled. Ich gehe davon aus, das ist ein Zeichen, dass du als Nächste, nein? Ja, doch, gerne. Und zwar habe ich eine ganz andere Perspektive, die Perspektive eben aus einem Hintergrund, wo im Prinzip ein Kanon auch durch politische Umstände auf eine gewisse Art vorherrscht und ganz viele Aspekte zum Tragen kommen. Aber da wird genau auch wieder deutlich, wie wichtig die Archivierung ist. Und genau die Arbeit, die hier Stefanie Schulte-Streithaus anspricht. Denn oftmals ist es auch so, dass viele der Arbeiten nicht im eigenen Land archiviert werden können, dass es oftmals sehr viel verloren geht. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Panel, wo es um iranische Filmemacherinnen ging und die Geschichte. Und da haben wir festgestellt bei den Recherchen, dass so viel verloren gegangen ist und nicht archiviert worden ist. Und dass teilweise zum Beispiel von Filmen, die gemacht worden sind, die auch eine Woche auf der Leinwand waren und dann runtergenommen worden sind, es nur ein Filmposter gibt. Oder dass sogar die Filmposter mit der Zensur zu kämpfen hatten. Und da merkt man dann eben genau, wie sehr ist Archivierung wichtig, wie sehr ist ein genaues Auge wichtig, die richtigen Akzente setzen zu können, zu wissen auch, wo man im Prinzip sein muss, um die Arbeiten zusammenzuschließen. Wie kann man Themen zusammentragen und sie auch nachhaltig für ein Publikum aufbewahren. Daher finde ich das ganz wichtig. Aber grundsätzlich denke ich auch, wenn wir über einen Kanon sprechen, dann ist es
die Perspektive sehr wichtig. Also wenn ich jetzt so mich eine gewisse Art von dichter Beschreibung halte und versuche dann zu sehen, okay, welche Perspektive greift man auf? Und ich denke, dass es dann eben in der aktivistischen Arbeit sehr wichtig ist, diese Perspektive voranzutreiben und sie zu vertiefen. Das waren jetzt keine 3 Minuten, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay. Ich habe meine restliche Zeit Stefanie gegeben. Vielen Dank. Okay, ich halte mich auch ganz knapp. Ich bin ja eigentlich in meinem anderen Leben Drehbuchautorin. Also ich versuche ja, Geschichten darzustellen oder zu schreiben, dass es verfilmbar wird. Und da fällt mir natürlich auf, welche Geschichten erst überhaupt verfilmt werden. Und da sind natürlich Strukturen ebenso wichtig wie eben aus welchen Materien und Strukturen überhaupt diese Geschichten als erzählbar betrachtet werden und wurden. Also wie wir eben diese Strukturen auch internalisiert haben, also welche Geschichten sind überhaupt erzählenswert. Ja? Und als ich an der DFFB war, gab es tatsächlich einen Kanon, also den mussten wir quasi einfach als Bedingungen zum Grundkurs alle durchgeguckt haben, also an die 100 Filme. Und klar, da war kein einziger Film aus Afrika oder es gab einen japanischen Film oder zwei, ne? Also klar, so internationaler Kanon ist Japan, aber das war also mit der Ausnahme der japanischen Filme durchweg weiß. Also wie immer noch Film unterrichtet wird, aus welcher Perspektive das fortgeschrieben wird, ja, das sind halt auch machtvolle Konstellationen, wo eben junge Studentinnen das repetieren oder eingeladen werden zu wiederholen und andere Perspektiven. Also die Möglichkeit wird quasi gar nicht weitergedacht oder großer Raum eingeräumt. Und das lässt mich natürlich irgendwie so ein bisschen, ließ mich auch verzweifeln und es sind ganz große Kämpfe, um überhaupt dann andere Perspektiven zuzulassen, also nicht nur, Frauen gab es schon sowohl in Redaktion und als auch auf der Hochschule. Welche Filme aber letztlich gemacht werden, das entscheiden natürlich andere Strukturen. Und da will ich eigentlich hinein in die Redaktion auch. Wie wurden dort auch, also klar, wir schauen auf die Filme, aber ich möchte auch nochmal in die öffentlich-rechtlichen Sender reinsehen. Wie war das mit der Perspektive von Migrantinnen, also welche Rolle spielten die und spielen die aus der Position von neuen deutschen MedienmacherInnen. Wir haben diesen Diversity Guide und wir zählen ja tatsächlich oder wir fordern, dass gezählt wird, ja, in welchen Bereichen, in welchen Redaktionen die Besetzung auch ist, aber auch die Sendungen, ja. Und früher gab es halt den berühmten Weltspiegel, da wurde ja halt tatsächlich aus den Gebieten berichtet. Es gibt das schöne Projekt von Merle Pong, also wo sie diese Archivarbeit macht von Lavina Sundaram. Wie wurde, als Beispiel, ja, sie war eine berühmte, eigentlich Vorzeige migrantische Reporterin für den ARD, für den NDR und die sind aber
komplett jetzt vergessen, die werden nie wieder gezeigt. Das sind auch Zeitzeugnisse, diese Weltgeschichten, die hängen ja auch zusammen. Also wie Afzun gesagt hat, ja, weltpolitische Ereignisse haben Wirkungen, wie Sachen, Filme archiviert werden, von wem die archiviert werden oder eben verschütt gehen. Ja? Genauso wie im Kalten Krieg etliche Filme einfach verloren gingen. Also nicht nur im Kalten Krieg, aber ich erinnere an den Koreakrieg, Vietnamkrieg und all die anderen Folgekriege. Ja? Und die sind verloren. Die sind unwiederbringlich verloren. Darum nochmal auch um die Perspektive zu erweitern, nochmal in die TV-Archive zu gehen. Und Merle Pong hat dieses schöne Projekt angefangen über und von Lavina Sundaram die TV-Beiträge auszugraben, nochmal zu zeigen und dann auch zu vergleichen. In Relation zu setzen zu den Mainstream-Narrativen über Indien, über Deutschland, wie sie sich selber gesehen hat, weil obwohl sie so eine Vorzeigereporterin war, hat sie nie wirklich einen Posten gekriegt im Fernsehbetrieb. Noch eine andere Frage für mich, die sich stellt, ist, wie A-Festivals funktionieren, wie sind die, also wer holt wo, aus welchen Ländern welche Filme, ja, und wie sind die Power Games dort, ja, weil viele Praxen sind auch so, dass viele FilmemacherInnen natürlich in die Rolle geraten, Kontakte auch herzustellen oder eben zu pleasen, ja, also man muss sein eigenes Filmprojekt lobpreisen und in gewisse Kreise hineinkommen. Und dafür braucht es auch einen weiten Weg. Und das müsste auch nochmal entwirrt werden, wenn wir sagen, welche Filme werden auch aus anderen Ländern wo gezeigt, ja, aufgrund von welchen Kriterien. All das Ganze bringt mich halt zu der Frage, wie können wir, also weil du Naomi eingangs die Frage gestellt hast, ja, kanonische Filme, ich finde, da gibt es Erweiterungen, die unbedingt nötig sind, ja, eben auch von Frauen, aber auch anderen Migrantinnen, Perspektiven, also aus der Vergangenheit, Gegenwart, aber auch zukünftig, ja, aber für mich sind immer Fragestellungen viel wichtiger, also wie wollen wir das eröffnen, dass das nicht fix als Kategorie jetzt festgestellt wird, wir brauchen das und das und das und mehrere Kanonbildungen, sondern dass wir uns immer wieder mal fragen, okay, wie hängt es aber mit den anderen Ländern zusammen, mit Festivals zusammen, mit Fernsehen zusammen und Förderungen zusammen und Unis zusammen und all das. Genau, das wäre mein Statement erstmal. Danke. Vielen Dank euch drei für diese sehr reichhaltigen Statements. Und genau, also meine Frage am Anfang, ob die Erweiterung eines Kanons reicht, ist natürlich rhetorischer Natur. Natürlich reicht es nicht. Und das hast du jetzt auch nochmal deutlich unterstrichen. Und es ist trotzdem, was in euren drei Statements klar wurde, die Frage, es braucht schon andere Filme, eine andere Auswahl, das hattest du, Stephanie, am Anfang gesagt, aber es darf dabei nicht stoppen. Also es braucht andere Archivmethoden, es braucht eine Befragung der Strukturen, der Fördergelder, der Vergabe von Gremienarbeit und so weiter. Und ich würde gerne auf einen Aspekt, auf den, ich glaube, in allen drei Statements, wenn es eingegangen worden ist, nochmal zurückkommen, und zwar die Frage der Lücken und Fragmenten und der Zugänglichkeiten von Gegenkanons. Und zwar ist das ziemlich präsent, dass in manchen politischen Kontexten aufgrund von Bedingungen, bestehenden Bedingungen, nicht archiviert wird. Und
Ich frage mich immer, wie mit diesen Lücken umgegangen werden kann. Und das ist bei Sancho und bei Absu und bei euren Beispielen sehr deutlich geworden. Und Sancho, du hast gesagt, es gibt dieses öffentlich-rechtliche Archiv, in dem wiederum migrantisierte Personen gesucht werden können. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, im hegemonialen Archiv Möglichkeiten einer Gegenerzählung zu finden. Und mich würde interessieren, was ihr bei euren Recherchen, also ihr seid auch sehr konkret in Archivrecherche, Archivprojekte eingestiegen, und das ist natürlich eine ganz konkrete Arbeit, mit Leuten auch zu sprechen, deren Vertrauen zu gewinnen. Genau, und überhaupt erstmal nicht archivierte Materialien zugänglich zu machen. Absu, du hast auch erzählt, bei dem, dass du unbekannte Filmemacherinnen im deutschsprachigen Kontext aus Iran letztes Jahr bei deiner kuratierten Filmreihe zugänglich gemacht hast. Vielleicht kannst du darüber anfangen zu erzählen, wie hast du das denn überhaupt geschafft, diese Gegenkanons aufzuschließen? Ja, also ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Also wer sitzt auf den Archiven? Also da begegnet man ganz unterschiedlichen Arbeitsweisen. Also wenn ich für ein Thema recherchiere, gibt es Archive, die natürlich ganz offen mit einem zusammenarbeiten, die auch viel Zusatzmaterial haben und es einem zur Verfügung stellen. Aber dann begegnet man auch Archiven, wo man einfach keinen Zugang findet, wo auch kein Interesse daran besteht, wirklich einen Zugang zu verschaffen. Es wird als zusätzliche Arbeit gesehen und es geht bis zu Extremen in Ländern, wo einfach gesagt wird, nein, wir möchten diesen Film überhaupt, also wir haben ihn, aber wir möchten ihn nicht zeigen oder ihr bekommt ihn nicht. Und man versucht da ranzukommen und man ist dann auch teilweise auch mit den Filmemachern selbst in Kontakt und sieht, wie schwierig das ist auch für Filmemacher und für Künstlerinnen, dass sie dann auf einmal keinen Zugang mehr zu ihren eigenen Filmen haben. Und das ist also immer wieder wirklich schwierig, auch da dazwischen zu vermitteln. Oftmals ist es der Fall, dass die Rechteinhaber gar nicht mehr mit den Künstlerinnen in Kontakt sind oder sich austauschen. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wo vertraue ich meine Filme hin? Ist es denn definitiv auch gesichert langfristig, dass ich mit dem Archiv wirklich zusammenarbeiten kann? Und da ist natürlich eine halt offene Einstellung und der richtige Umgang überhaupt mit künstlerischen Prozessen auch schon sehr wichtig. Also das, denke ich, ist nur, also ich verstehe das so oder habe das jetzt so durch die Praxis erfahren, dass wirklich die Archivarbeit weit über das Filme sammeln oder Material sammeln hinausgeht. Also da muss ein größeres Verständnis geschaffen werden. Wie werden Zugänge geschaffen? Wie wird dieses Archiv reflektiert? Wie beteiligen oder können sich nachhaltig auch Künstlerinnen beteiligen? Und das ist eben in politisch schwierigen Kontexten sehr wichtig. Aber wie man eben genau in dem Beispiel an dem Arsenalarchiv sieht, wenn dann in Deutschland eben ein internationales Archiv besteht, dann ist es sehr schwierig, das aufrechtzuerhalten. Und daher welche Möglichkeiten schafft man denn, über Grenzen hinaus zu sagen, dass Archive eben nicht mehr zu einem Land gehören oder eben aus bestimmten Gründen gesammelt werden, was wird da ausgelassen, sondern wie schaffen wir es, ein Filmerbe, der also es einheitlicher ist, zu schaffen, ja. Aber ich denke, Stefanie kann sicherlich dazu viel sagen. Ich merke, alles, was ich sagen würde, kann eigentlich Stefanie um viel Besseres mit ihren eigenen Beispielen zeigen, weil es ist wirklich, also gerade was die iranischen Filme betrifft, oftmals kommt es dann dazu, dass ich die iranischen Filme eben in dem Archiv finde, wo ich keinen Zugang hätte, in einem anderen Archiv dran zu kommen. Und das ist sehr wichtig für die Arbeit als Kuratorin. Ja, du hast das wunderbar erzählt, vielen Dank, absolut. Aber es ist tatsächlich so, dass in vielen Orten der Welt Filme nicht von irgendjemandem gelagert, archiviert wurden in irgendeiner Form. Das heißt aber nicht, dass sie nicht existieren, dass sie nicht gedreht wurden, dass sie nicht auch einen großen
Impact mal hatten auf in bestimmten Zeiten, in bestimmten Kontexten. Und wie gesagt, wir reden ja, wenn wir über Filmgeschichte reden und jetzt über Filmarchive, häufig über analoges Material, das einfach altert. Da kann man irgendwie, das kann man auch kaum verhindern, selbst in einer besseren Lagerung kann man das kaum aufhalten. Und dann ist der Handlungsbedarf plötzlich sehr, sehr groß. Wir haben die Erfahrung gemacht, mit unserer Archivpraxis, viele Filme, wie die Beispiele, die ich vorhin genannt hatte, haben tatsächlich nur bei uns überlebt, was wir lange gar nicht wussten. Ja, das heißt, wir brauchen erstmal diese Informationen. Ja. In dem Moment, wo wir dann anfangen, uns um die Filme tatsächlich zu kümmern und sie auch zurückzugeben, da kann zum Beispiel die Frage schon wieder aufkommen, an wen gibt man sie zurück? Ja, also wer ist dort? Wir haben seit vielen Jahren arbeiten wir zusammen mit Philippa César mit einem Archiv in Guinea-Bissau, und seit wir da begonnen haben mit der Arbeit, gab es dreimal einen Putsch und jedes Mal die Frage, wer ist jetzt eigentlich zuständig? Ja? Und wem gehören die Filme? Wem gehört die Filmgeschichte? Und viele haben sich dann auch aus anderen Ländern an uns gewandt, wenn sie Filme gefunden haben, weil, das ist ein weiteres Problem, aufgrund der Tatsache, dass Filmarchivierung, Restaurierung mit so viel Geld verbunden ist, sie häufig damit konfrontiert waren, wenn sie Förderer oder Innen oder GeldgeberInnen irgendwo gefunden hatten, dass dann das mit der Annahme einhergeht, wenn man eine Restaurierung finanziert, dass man dann auch die Rechte an dem Film hat. Also dass plötzlich sozusagen die restaurierte oder digitalisierte Fassung diejenige ist, die sozusagen bestimmt, wem dieses Filmerbe gehört. Und das ist natürlich sofort dann ein sozusagen das Ende dieses Films, ne? Beziehungsweise das hat dann zur Folge, dass dieser Teil der Filmgeschichte sofort wieder ausgebremst wird. Und aufgrund dessen möchte ich es nochmal so betonen, dass einfach eine dekoloniale Filmpraxis das Entscheidende ist, dass man tatsächlich sagt, okay, es gibt bestimmte Ressourcen, entweder Filme, die überlebt haben, oder auch Archivressourcen an bestimmten Orten. Das heißt, die haben dann damit, und gerade, da sehe ich das Arsenal stark in der Verantwortung mit dem Forum, Institutionen, die so alt sind wie wir und die so eine sich selber so identifizieren mit solchen Begriffen wie Weltkino. Ja, gerade wir haben da eine Verantwortung und eine Pflicht, sozusagen diesen Begriff jetzt auch wirklich weiterzudenken und zu sagen, gut, dann ist, wenn wir diesen Begriff ernst nehmen, dann können wir nicht über die Kopien nur reden, die bei uns liegen, sondern dann müssen wir eben uns die möglicherweise auch nur zurückgeben, sondern dann müssen wir auch wirklich gucken, dass die Ressourcen anders verteilt werden, dass die sozusagen die Archivpraxis auch in anderen Teilen der Welt möglich gemacht wird durch den Aufbau von Archivstrukturen. Und da sehen wir eben ganz stark unsere Aufgabe, die dann eben sich einfach nicht mehr nur beschränken kann auf das eigene Archiv. Ja. Ja, ich finde es total interessant, aber wem diese Filme zurückgeben, also in welches Land, und weil tatsächlich Film wird nicht als Weltkulturerbe so als Ganzes gedacht, sondern Landeseigentum oder Personeneigentum oder Firmeneigentum, und das ist natürlich eine Riesenhürde. Ich kann mich auch erinnern, als ich da irgendwie recherchiert habe zu bestimmten Sendungen bei TV-Redaktionen, ja, und das war noch irgendwie so 90er und die Nullerjahre, und da war es ja alles nicht digital, und man musste dann halt riesen Geldsummen einfach für die Kopien dahin, also wenn man keinen direkten Kontakt hatte, ja. Und also jede Kopie kostete irgendwie 20, 30 Mark oder wie auch immer. Und das waren ja irgendwie Minuten teilweise, ja. Und das war so willkürlich. Jeder Sender hat es anders gehandhabt. Und ich weiß nicht, was sie mit diesen ganzen Matzen und was weiß ich gemacht haben. Wahrscheinlich sind die
irgendwo und niemand kümmert sich. Also, weil das ist natürlich auch kostenspielig. Aber von wegen Copyright, also da finde ich, da ist eine ganz große Baustelle, wenn wir das tatsächlich als ganzes dekoloniales Kulturerbe, also wo wir uns auch in der Verantwortung sehen, dass die gesamte Weltgeschichte auch in dem globalen Zusammenhang gesehen werden kann, also dass auch jede Person, die interessiert ist, auch Zugang haben kann und Riesenaufgabe. Ja, und ich glaube, die kann man aber auch nur angehen, wenn man, und um dann konkret auf das Thema nochmal zurückzukommen, wenn man den Kanon erstmal beiseite schiebt, ja, weil den wirklich einfach, weil sonst ist man blockiert, ja, wenn man sozusagen versucht, selbst wenn man sich versucht, davon abzugrenzen, indem man noch andere Filme dazu holen möchte, solange man sich immer wieder auf diesen Kanon bezieht, ist man, glaube ich, zu sehr blockiert, um offen genug zu sein, dann ganz andere Wege einzuschlagen, als die man vielleicht anfangs dachte, einschlagen zu müssen. Und das kann ich nur nochmal dann auch wieder zurückführen auf die Begeisterung, die man auch haben kann und haben muss mit Archiven, die einen nämlich wirklich wegführen können, ja, von der eigenen Position. Und da, wenn man eben sich selbst erlaubt, diesen Weg zu gehen. Fernseharchive sind übrigens in der Tat nochmal ein ganz eigenes Thema tatsächlich, ne? Also wir haben auch mit Merle Krüger und dem Projekt mit Navina Sundaram zusammen ein Symposium gemacht, auch im Harun Farocke-Institut zu Fernseharchiven, weil da aufgrund der Fernsehlogik dieser Tagesaktualität gibt es gar keine Geschichte, gar keine Archivgeschichte auch, die das mitreflektiert hätte. Und da ist in der Tat, da stellen sich tatsächlich nochmal ganz andere Zugangsfragen. Ja, also ich war ja bei dem Symposium damals zu den Filmarchiven. Und da hat sich auch durch die Gespräche wirklich ergeben, also sind diese zusätzlichen Schritte, die gemacht werden müssten, die neu durchdacht werden müssten und die aber auch angesprochen werden müssen. Also zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass dieser Tag, dieses Symposium sehr dazu beigetragen hat, das überhaupt auf den Tagesplan zu rufen. Also das bedeutet auch, wenn man etwas umwandeln will, da ist es ja sehr wichtig, wie bringt man das zusammen? Und welche Verantwortlichen bringt man zusammen? Weil ich habe oftmals auch das Gefühl, dass diese weiteren Schritte, das Andersdenken, das, was notwendig ist, um etwas zu durchbrechen, erst gar nicht wirklich gewollt ist. Also weil alle auch so in ihrem Sumpf drin sind, mit dem beschäftigt sind, was sie machen. Und da sind die Impulsgeber natürlich sehr wichtig, um etwas in Bewegung zu halten. Aber ich denke auch, was den Gegenkanon betrifft, die Frage ist überhaupt, braucht es einen Kanon? Also ich stelle mir immer wieder diese Frage, braucht es einen Kanon, wenn es wirklich so viele Arbeiten gibt, die inspirierend sein können, die wirklich, wo man dazu Material sammeln kann, wo es wirklich viele Filmemacherinnen gibt, die bereit sind, auch ihre Filme zu vermitteln. Und da ist die Frage, braucht es wirklich einen Kanon oder braucht es offene Institutionen, auch offene Lehrerinnen, die dann beispielsweise, wie sie Filmkultur in ihrem Unterricht einbringen. Also ich glaube, dass man Perspektiven beeinflussen jetzt gerade wichtiger denn je ist, um genau diese weiteren Schritte zu inspirieren. Also wäre die Forderung quasi Zerschlagung des Kanons? Ja. Ich weiß nicht, hätten wir die Macht, den Kanon zu zerschlagen, wäre das doch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Also ich denke, dass man vielleicht entgegenwirken kann. Also ich weiß gar nicht, ob man wirklich, also ich aus meiner Immigranten-Hintergrund der Situation würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt grundsätzlich in der Position bin, jetzt etwas zu zerschlagen, aber ich denke, dass sich
informieren, zu versuchen, Dinge positiv einzuwirken und wirklich auch zu sehen, genau, was kann ich aus Archiven lernen, was kann ich aus Veranstaltungen lernen, wie kann ich mich weiterentwickeln, um genau diese Schritte, die es braucht, zu inspirieren. Also, und da das sehe ich wirklich in kleinen Schritten, also es kostet viel mehr Zeit, und wir hatten es gerade im Vorgespräch, da meinte Sarah Sardine, dass wir erst seit 1,5 Jahren sozusagen mit unserem Migrantenhintergrund überhaupt gefragt werden. Und ich meine, wir sind jetzt froh, dass wir gefragt werden, aber es war auch ein langer Weg dahin. Und ich denke aber auch, dass es ganz gut war, erstmal zu beobachten. Also es ist ja auch immer eine Frage, ist man denn bereit, etwas zu sagen? Und was ist das inhaltlich? Also unabhängig von Quoten, unabhängig von Gender-Fragen, sondern was hat man wirklich zu sagen? Hat man einen Beitrag zu leisten oder einen Aktivismus, der etwas auch mit voranbringen kann? Und da finde ich, ist auch immer weiterhin die Reflexion an einem selbst immer sehr wichtig, bevor man die Schritte einleitet oder in Aktion tritt. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt notwendig ist, einen Kanon zu zerschlagen. Ich glaube, wichtiger ist, wie ich vorhin sagte, ihn einfach mal zur Seite zu stellen und ihn einfach nicht so wichtig, als so wichtig zu betrachten. Und die Frage ist ja auch jetzt vor allem im Bereich der Filmbildung, worum geht es da eigentlich? Also was möchte man vermitteln? Ein großes quantitatives Filmwissen, ja? Oder eine bestimmte Art des Sehens, eine kritische Art des Sehens? Und wenn es um Letzteres geht, dann eignen sich sehr, sehr viele Filme innerhalb und außerhalb des Kanons. Und ich denke, in dem Moment, wo sozusagen dieses Sehen aktiviert wird und es da Inspirationen gibt, schreibt sich der Kanon irgendwann in Teilen zumindest sowieso selber um. Ja. Und zwar gar nicht unbedingt in allen Fällen dadurch, dass Filme rausfallen oder neue Filme dazukommen, sondern dass die Filme auch anders bewertet werden, die drin sind. Ja. Und ich glaube, insofern muss es gar nicht um Zerschlagung gehen, sondern es muss darum gehen, dass wir uns alle nochmal neu fragen, was ist eigentlich wichtig, was ist eigentlich von Interesse, was ist tatsächlich auch, wie soll ich sagen, eine filmische Praxis, worin liegt, wenn wir die eine filmische oder eine Kinopraxis oder eben auch eine künstlerische Praxis als eine politische oder gesellschaftliche Praxis verstehen, worin besteht das dann? Worum geht es dann? Und dann wird, glaube ich, die Kanonfrage sich hoffentlich irgendwann sicherlich nicht erledigen, aber der Kanon wird dann von selber, glaube ich, in einen Prozess eintreten, der einiges relativiert. Ja. Noch einen Punkt, den ich gerne anbringen wollen würde, ist, dass der Kanon ja auch gesellschaftlich eine Funktion hat. Dass wir uns hier einig sind, ob der Kanon nun anders bewertet wird oder vielleicht sogar zerstört werden soll, ist die eine Sache. Aber es gibt gesellschaftlich eine Notwendigkeit dieses Kanons. Und er wird von Institutionen geschützt und befördert, und die sind sehr hartnäckig. Und das hast du dann schon in deinem Eingangsstatement mit Universitäten aufgezeigt, welche Art des Wissens in Universitäten überhaupt gelehrt worden ist. Und auch Afsun, du hast in der ersten Runde betont, dass du so viel Wissen an Filmen in deiner Jugend, in deiner Kindheit vermittelt bekommen hast, das nichts damit zu tun hatte, was dich eigentlich interessiert. Und Stefanie, du hast eigentlich das Privileg gehabt, dich nie mit dem Kanon beschäftigen zu müssen und deswegen den wegschieben zu können. Ich habe es zugespitzt, ja. Zugespitzt. Und also ich frage mich schon, ob diese Hartnäckigkeit, den Kanon zu stützen in der Form, wie er besteht, nicht auch bedacht werden muss und vielleicht auch deutlich wird in Beispielen, wenn Afsun, du zum Beispiel Filme zeigst aus dem iranischen Kontext in Deutschland, und das kam bei euch allen auf, dass es ein gewisses Bild gibt von Filmen aus gewissen Ländern, das deutschen Otherings-Klischee entsprechen muss. Und ich frage mich, schwingt da der alte, der weiße, männliche Kanon, ich benenne es einfach mal so, schwingt der da nicht mit, indem wir die Filme, die wir eigentlich als andere Filme, als diasporische, migrantische, queere und so weiter Filme bezeichnen, nicht wieder in einer Imagination gefangen sind, bewertet zu werden? Und ich würde euch fragen, in eurer kuratorischen
und anderen Praxis mit Film, wie merkt ihr, dass ihr quasi mit dem Gegenkanon, ob das nun einer ist oder nicht, auf einen bestehenden, ja, hegemonialen Kanon stößt und mit dem auch ins Verhältnis notwendigerweise gesetzt wird? Also ich würde die Macht des Kanons vielleicht nicht unterschätzen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich an der Uni arbeite und da ist die Macht dieses Kanons sehr, sehr groß. Ja, vielleicht, wenn ich mich da anschließen darf. Tatsächlich, das war ja einfach als eine Wunschvorstellung von mir. Also tatsächlich, Zerschlagung ist nicht möglich, weil das eben so hegemonial vorherrschend ist. Ja? Und wenn ich nochmal zurückgehe zur Filmschule oder überhaupt zu Filmschulen, ja, dieses kanonische Denken ist so tief drin und auch wird natürlicherweise reingehämmert, ja. Und wenn die Aufgabe von Filmschulen sein sollte und ist, Menschen, jungen Menschen das Sehen zu lehren, ja, und das tun die mehr oder weniger, denke ich schon und hoffe ich. Aber es ist halt die Frage, welches Sehen gelehrt wird, welche Perspektiven und Winkel und welche Kriterien da angelegt werden. Ja? Und das Sehen hat ja eben auch so viele Facetten. Zumal, wenn wir Film als ganzheitlich verstehen, das nicht abgekoppelt ist von der Welt da draußen, ja, und eben, welchen Sehen, welchen Fokus gibt man Vorrang, ja, und wenn alle junge Menschen eben, weil das Lehrpersonal auch so aufgestellt ist, mit diesem kanonischen Wissen da rauskommen, dann wird es eben auch reproduziert und eben genauso wie an eben Unis, ja, und das ist so machtvoll. Es hat einfach eine super, super lange Zeit auch für mich selber gedauert, wenn ich Drehbücher schreibe, mich selber hinterfragen zu können, überhaupt dieses Konstrukt hinterfragen zu können, wie sehe ich die Figuren durch wessen Augen und warum? Warum muss ich dieses ABC erfüllen? Also ich rede nicht nur von Dreiaktstruktur, sondern eben Erwartungen, Figurenkonstellation und was für eine Figur. Und für die deutsche Filmlandschaft muss eine deutsche Hauptfigur zumindest vorhanden sein, ja, also von wegen Identifizierung ermöglichen und damit halt auch Fördergelder einheimsen können und all das. Und da ist man sofort gefangen in diesem Kanon wieder, ja, also es ist sehr, sehr schwierig, sich da auch selber, obwohl man diese Hinterfragung selber beigebracht hat oder auch mit Freundinnen im Austausch empowert wird, dennoch ist es immer präsent. Also ich denke, dass die Kultur, die man von Haus aus mitbekommt, sehr tief sitzt, eigentlich noch tiefer, als wir uns das meist vorstellen. Und ich glaube auch, dass die europäische weiße Einstellung auch sogar von vielen, obwohl sie sich vielleicht mit Themen beschäftigen, durch ihre Arbeit, die versuchen, das aufzubrechen, versuchen, andere Perspektiven aufzubauen. Aber trotzdem ist das eine Art von Kultur, eine Art von Lebensart, die tief sitzt. Genauso wie ich jetzt sagen würde, dass meine Kultur bei mir tief sitzt. Und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, wie wir das betrachten können und wie wir schauen können, okay, wie sehr wirkt sich das darauf aus, eben auf die Charaktere und Geschichten, die wir schaffen, eben auf die Filme, die wir zeigen. Und ich denke, dass wir im Prinzip schon auch eine gewisse Art von Vorstellung nach einer Zeit folgen wollen, um uns auch ein wenig, es ist ja auch wie, als wie es man etwas fassbar macht, dass man sich auf einem Boden bewegt, wo man so sagt, okay, ich verstehe, ich weiß, wie das läuft, zum Beispiel, wie wir es auch vorhin gesagt haben, dass man über bestimmte Länder bestimmte
Bilder reproduzieren möchte und dass man diese Bilder aber auch eben in den Charakteren der Geschichten, also wiederum, ich kenne das sehr stark aus der filmischen, iranischen filmischen Arbeit. Also es gibt ganz bestimmte Geschichten und ganz bestimmter Aktivismus, der in den Filmen gezeigt wird, der auch sehr erfolgreich ist. Und was auch wichtig ist, also was auch für die Themen wichtig ist, aber das auch wiederum dadurch viel ausgeschlossen wird. Also warum? Weil wenn jetzt jemand in dem Iran über Charaktere, die eben nicht politisch unterdrückt sind, Geschichten erzählen möchte, hat es definitiv schwieriger. Also ich kenne das von vielen verschiedenen Erzählformen, die einfach da wegfallen, weil sie auch viele junge Menschen einfach auch nicht mehr diese Geschichten erzählen wollen, weil sie den Eindruck haben, dass sie nicht mit diesen Geschichten weiterkommen. Also daher, ja, es fängt schon an, wie werden Charaktere geschrieben in Skripte, wie werden auch Produktionen ausgewählt, welche Perspektiven möchte man vertreten, und das spielt schon eine sehr starke Rolle, und ich denke auch, dass es wirklich eine kulturpolitische Entscheidung oftmals ist, die sich auch mit der Zeit ändert. Also was ist gerade Trend? Welche Charaktere, welche Filme, welche Themen sind gerade Trend? Und ich denke aber auch, dass wir, wenn wir Kulturen updaten wollen, diese Trends aber ja auch brauchen, auf eine gewisse Art und Weise. Also auf eine gewisse Art und Weise müssen ja Themen hervorgeworben werden. Es ist wichtig, dass sie angesprochen werden mit der Zeit. Aber ob es dann zu dem Ausmaß wichtig ist, also zum Beispiel das Thema Dekolonisierung ist jetzt stark vertreten. Und ich hatte dazu einen Comment auf Social Media von einer Iranerin, die wirklich ihren Umstand beschrieben hat, was sie für Probleme hat, hier ihr Visum zu verlängern und wie sie wirklich im alltäglichen Leben damit lebt, hier eine Ausländerin zu sein, eine frische iranische Ausländerin zu sein. Und sie meinte dann am Ende, dekolonisiert das. Also wir, es ist auch wirklich, wie können wir aus den Themen, die wir hervorbringen, was auf einem intellektuellen Level ist, was sehr wichtig ist, worüber wir sprechen, aber wie können wir das wirklich in den Alltag einfließen lassen? Wie können wir das umsetzen und eine gewisse Art von Wirkung hervorbringen, dass diese Updates auch in unseren Kulturen stattfinden und in unseren Einstellungen? Weil du das jetzt gerade ansprichst, möchte ich jetzt doch kurz auf das Programm verweisen, das Christina Nord jetzt für das Forum zusammengestellt hat, Fiktionsbescheinigung, denn da ist ja der Titel genau, besagt genau die Schwierigkeiten, die bestehen mit der Behörde. Und in dem Programm versucht sie ja tatsächlich im Rahmen des Berlinale Forums zusammen mit einer Gruppe von KuratorInnen, die dafür ausgewählt wurden, Filme also sozusagen ins Festival zu integrieren, die durchaus hätten Geschichte schreiben können im deutschen Film. Also Filme von POC-FilmemacherInnen, die mehr oder weniger teilweise ganz unbekannt waren, geblieben sind. Wenn man sie eben heute ansieht, kann man tatsächlich schwer nachvollziehen, warum eigentlich. Ne? Also die, also das heißt, die Verschränkung, die du gerade ansprichst, absolut von mit einer Lebensrealität tatsächlich, die damit einhergeht, versucht der Titel da etwas auszudrücken. Und um nochmal auf deine Äußerung von Naomi zurückzukommen, dass ein Kanon ja tatsächlich auch ein Angebot ist. Das sehe ich durchaus auch so. Und wir haben im Arsenal ja auch schon immer eine Filmreihe mitlaufen sozusagen, die heißt bei uns Magical Mystery Tour, die genau versucht auch damit zu spielen. Ja? Also wir haben als Kulturinstitution ja einen Vermittlungsauftrag, und da erwartet man von uns sicherlich auch so etwas wie eine Kanonisierung, also ein Angebot an einem Filmstock, von dem wir glauben, das ist aber schon der entscheidende Punkt, von dem wir glauben, dass er wichtig wäre, dass man ihn sehen sollte. Und wir haben halt immer schon versucht, diesen Filmstock einfach permanent zu ändern. Ja, der ist einfach nie gleich, deswegen Magical Mystery Tour. Das heißt, er ist immer geprägt, ganz stark subjektiv geprägt von denjenigen, die diese Filme zusammenstellen und den jeweiligen Perspektiven, unter denen das geschieht. Das macht jetzt schon lange Zeit hauptsächlich meine Kollegin Milena Gregor. Das heißt, ich glaube, man kann auch in Institutionen damit spielen. Also man kann sozusagen, es stimmt natürlich, so etwas wie ein Kanon existiert und kann ja auch helfen,
Aber ich glaube, es geht dann tatsächlich darum, wie man diesen Kanon für sich selbst definiert und öffnet oder ob man ihn vielleicht tatsächlich als etwas einfach anbietet, was offen ist, vor allem offen für eine permanente Neu- und Umschreibung. Ja, das ist so ein Aspekt der Zeitlichkeit, der hier auch mit rein spielt. Also Kanon gibt vor, Geschichte zu dokumentieren. Es ist auch nicht zufällig, dass wir sofort auf den Archivbegriff kommen. Dabei gibt es da auch nochmal zwischen Kanon und Archiv, würde ich sagen, einen feinen Unterschied, über den wir auch noch gerne sprechen können. Nichtsdestotrotz hat Kanon immer was sehr Historisches. Der Film Kanon bei der Bundeszentrale für politische Bildung endet auch, glaube ich, in den 90ern, also als gäbe es danach nichts mehr, was ja auch interessante Vorstellung von Geschichte ist. Aber nicht nur das, also das wurde auch, glaube ich, an mehreren Punkten in diesem und auch schon im letzten Panel besprochen, dass Kanon auch immer ein Publikum vorwegnimmt, zum Beispiel in der Schule, was ließen SchülerInnen in einer heute postmigrantischen, queereren Gesellschaft, als es noch vor 50 Jahren der Fall war. Der Kanon hat sich dem aber nicht angepasst. Und eine Idee von Zeitlichkeit, die damit schwingt, ist, dass sich die Zukunft und die Gegenwart direkt aus der Geschichte ableitet und sich dadurch nichts verändert. Und diese Lesart, die Stefanie, du jetzt vorgeschlagen hast, auf den Kanon, ist immer eine radikale im Jetzt und Hier sein. Also von unserer jetzigen politischen Gegenwart heraus den Kanon lesen und auch auf eine Zukunft hinaus, die nicht in dieser geschlossenen Art des Kanons vorweggenommen wird. Und vielleicht habt ihr noch Lust, über diese Frage der Zeitlichkeit mehr zu sprechen, also weil auch immer viel über dekoloniale Zukünfte die Rede ist und was hier Kanon und Archiv im Hinblick auf Fragen der Zukunft bedeuten, aber auch, und das hat Sancho schon, glaube ich, angesprochen, jetzt leider gerade kurz scheinbar weg musste, da ist sie wieder, hallo, also auch wie der Kanon anders geschrieben werden kann und damit Geschichte anders geschrieben werden kann. Pari hatte diese Frage am Anfang auch schon erwähnt. Genau, die Frage der Zeitlichkeit wäre das auf verschiedenen Ebenen. Ich muss mich für eine Minute entschuldigen, weil ich kriege eine Lieferung, aber ich möchte dazu kurz auch was sagen. Okay. Ich bin aber da, ja? Sorry. Bin das Problem. ja, ich glaube, die Verschränkung von Gegenwart und Geschichte, also jetzt in unserem Fall Filmgeschichte, ist da ganz, ganz wichtig. Also umgekehrt sind wir ja, wurde ja gesagt eingangs, ich mache auch das Programm Forum Expanded mit im Rahmen der Berlinale mit ganz neuen Produktionen, wo ich es auch umgekehrt immer wichtig finde, etwas Filmhistorisches mit reinzunehmen. Also einfach um aus beiden Richtungen sozusagen, aus der Geschichte, der Gegenwart und gewisserweise auch der Zukunft, weil die Arbeiten in der Regel, die Filme, die wir zur Berlinale zeigen, haben ja ihre Zukunft erst vor sich, dass wir also alle Filme gleichberechtigt sozusagen ihren Zeitlichkeiten dass wir versuchen, sie da rauszuholen und eine möglicherweise neue filmische Zeitlichkeit daraus zu denken. Also das ist sozusagen ein Film, den wir aus der Filmgeschichte jetzt in diesem Jahr, es ist Cynthia Wietz, den wir restauriert haben, Böse zu sein, ist auch ein Beweis von Gefühl, wo es sehr stark darum geht, also um eine migrantische Perspektive in Deutschland in den 80er Jahren, ein Film, der relativ unbekannt geblieben ist, den jetzt sozusagen einfach nochmal zu einem neuen werden zu lassen, indem man ihn ins Berlinale-Programm reinholt. Ja. Und dann ist es schon durch diese Setzung ein Gegenwartsfilm, der sich neben den anderen Filmen, die tatsächlich jetzt neu produziert sind, positioniert und dazu verhält und andersherum. Also ich glaube, das sind tatsächlich kuratorische Entscheidungen, die auch ganz, ganz wichtig sind. Ja. Wie man Bewertungen vornimmt oder Lesarten von Filmen anbietet, indem man sie entweder in einen historischen Kontext setzt oder in einen Gegenwartskontext, je nachdem, wie man sie kombiniert.
Ja, ich denke sogar, dass politische Reflexion auch über Filme und ihre Zeitlichkeit sehr stark stattfinden kann. Also wiederum, ich erlebe das immer wieder, dass wenn ich anfange, zu einem bestimmten Thema zu recherchieren, sei es auch nur in dem iranischen Kontext, dass ich immer wieder erkenne, dass sich Dinge in Schleifen wiederholen, dass wir aber sozusagen neue Erfahrungen gemacht haben, die uns eigentlich wieder weiterbringen. Und genau das in Zusammenhang zu bringen, in einen kuratorischen Zusammenhang zu bringen, bringt wirklich eine Art Reflexion und Diskurs, den ich oftmals sehr wichtig finde. Also ich habe da die Erfahrung gemacht, dass also bei dem Filmprogramm, was ich letztes Jahr gemacht habe, war es zum Beispiel ganz wichtig, diese beiden Programme, Lang- und Kurzfilmprogramme, mit dem Filmemacher anzufangen, der tatsächlich in den 70ern nach Deutschland emigriert ist und sich seine Geschichte anzuschauen und zu sehen, wie hat sich dann die Zeit damit entwickelt? Warum hat er damals das Land verlassen? Wie hat sich dieser Zeitlauf an Geschichte bis zu dem jetzigen Zeitpunkt entwickelt? Und da finde ich es ganz wichtig, was Filme eigentlich machen können, auch auf eine Art. Sind das zeitlose Filme? Sind sie auf genau einem bestimmten Zeitpunkt fixiert und wie kann man sie jetzt wieder neu interpretieren und einsetzen, um die besser unsere jetzige Zeit zu verstehen? Genau, die Lieferung ist gut gelaufen. Hoffentlich was Schönes. Ja, ich möchte zurückkommen, was Stefanie gesagt hat. Also die Fiktionsbescheinigung ist eigentlich ein super Beispiel, dass es jetzt auf der Berlinale läuft und dass es diesen Raum bekommt. Gleichzeitig möchte ich auch sehen und auch gesehen, möchte ich, dass das auch gesehen wird, dass diese Filme auch oftmals in den Communities gezeigt worden sind, ja, die haben das Glück oder Unglück gehabt, eben im Schatten gezeigt zu werden, weil eben damals das politische Interesse oder Bewusstsein in dem Maße gar nicht vorhanden war. Also es ist eine lange Reise eines Films oder dieser Filme und auch gemeinsame Anstrengungen dazu hin gewesen. Und dass sie jetzt quasi auf der Berlinale nochmal ein größeres Publikum erreichten, ist super, von wegen Identifikation, gesehen werden und sehen und repräsentieren, all das. Und das zeigt mir natürlich auch, ja, dass die Strukturen noch viel offener werden müssten, ja, also wie Afsun iranische Filme sich nochmal ganz genau anguckt, Zusammenhänge herstellt und hier nochmal zeigt und auch das so erklären kann und wie ich das auch oftmals gemacht habe für asiatische, insbesondere koreanische, japanische Filme die finden dann Eingang oder die werden hier gesehen von verschiedenen Leuten, ja. Und ob die es dann irgendwie zum Kanon schaffen oder nicht, ist eine andere Frage. Jeder Film hat seine eigene Reise, ja. Aber langfristig muss es halt so sein, wer hat Zugang, wer kann jenen Filmen auch zur Kanonbildung weiter verhelfen, in welcher Konstellation, Kombination kommen eben solche Reihen zustande und wie ist dann die Zusammenarbeit und auch Bereitschaft, solchen Filmen auch
eine breitere Öffentlichkeit zu geben und all das. Und da ist natürlich sind die Communities aber immer noch gefragt. Die machen ja die Arbeit, ja. Und genauso eben wie Queer-FilmemacherInnen, ja, dass sie nicht nur Nischendasein genießen, sondern auch wirklich breiter diskutiert werden können. Und das wird sich dann zeigen in der Zusammensetzung, in der hoffentlich vielfältigen Zusammensetzung der Menschen, die darüber entscheiden können, wo was gezeigt werden kann und wird. Ja, na, vielen Dank für den Hinweis. Also das habe ich vorhin, glaube ich, total verkürzt, als ich gesagt habe, mehr oder weniger bekannte Filme, in der Tat. Also viele der Filme haben eine Geschichte, entweder in Communities oder auch in einfach in anderen Generationen. Also Gölge haben wir in den 90ern auch gesehen und erkannt, aber dann kommen Jüngere, die sich den Film neu erschließen müssen, weil er trotzdem nicht weitererzählt wurde. Ja. Mhm. Das heißt, man muss dann auch bestimmte Dinge einfach immer und immer wieder an die Oberfläche holen. Und es gab mal einen Kurator Amos Vogel in New York, der hat gesagt, irgendwann zum Publikum, euch hat der Film nicht gefallen, dann zeigen wir ihn jetzt nochmal. Also das heißt, ich denke auch, die Macht der Wiederholung spielt da auch eine große Rolle tatsächlich. Ne? Aber es ist ein wichtiger Hinweis in der Tat. Also was macht eigentlich die Öffentlichkeit aus, die so einen Kanon überhaupt definiert? Ist das erst eine Öffentlichkeit wie die Berlinale oder ist das nicht auch schon eine Öffentlichkeit an anderen Stellen, möglicherweise auch außerfilmische? Und das, denke ich, ist ja nochmal ein wichtiger Punkt, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast, absolut Filme auch nochmal neu ins Verhältnis zu setzen zur Lebensrealität. Ja, das finde ich super gut, dass eben dieses Nochmalige und Nochmalige zeigen. Und man merkt ja auch, ich meine, von wegen Zeit und Zeitverständnis, ja, also so, worüber, welche Filme für die Jüngeren kanonisch sind und für uns dann wiederum total andere aus vielen verschiedenen Gründen. Aber ja, die Wiederholung ist total wichtig, glaube ich. Und wenn die Fiktionsbescheinigung jetzt nochmal quasi als Alternativ-Kanonbildung, da haben eben, ich glaube, 6, 7 Kuratorinnen zusammen erschienen in einem langwierigen Prozess, welche Filme ja, welche Filme nicht und warum, ja, dass das quasi nochmal in Variation gezeigt werden kann und immer wieder in, also auch wandern kann, ja, als Paket, das fände ich eine ganz schöne Idee. Und in dem Moment der Wiederholung kommt eigentlich auch wieder die Frage der Kanonisierung. Wäre meine Frage an euch, ob das nicht dann am Ende jetzt fast schon wieder so ein Zirkelschluss ist. Wir kamen am Anfang darauf, Kanon zu zerstören und jetzt kommen wir eigentlich darauf, dass ja migrantische Perspektiven, queere Perspektiven, feministische Perspektiven ganz oft ja vergessen werden in der neuen Generation. Und das ist, glaube ich, auch, das ist ja, Kanon ist ja eine Weitergabe, also erstmal eine Auswahl, aber dann auch eine Weitergabe und Kultivierung von Wissensbeständen. Es macht Erinnerung möglich. Und insofern wäre das jetzt gar nicht die Frage, Kanon zu zerschlagen, sondern ja, anderes Wissen zu wiederholen. Und vielleicht würde ich euch da nochmal diese Frage stellen, Archiv, Kanon, wie würdet ihr denn einen Unterschied machen? Wann ist ein Archiv ein Kanon? Weil viele der Arsenalfilme, ist das schon kanonisch? Und in dem Kanon, das ist ja eigentlich auch ein Akt ist, also eigentlich ein To-Do-Kanon. Es ist etwas, was im Prozess passiert. Es wird kanonisiert. Nichts ist einfach kanonisch. Es muss immer wieder perpetuiert werden. Und dieser Moment der Wiederholung ist hier ganz wichtig. Aber wahrscheinlich ist die Frage, wer das wiederholt, in welchem Kontext, in welchen kollektiven Formen und so weiter. Und mit welcher Rahmung, welche Inhalte und Texte werden dazu beigegeben. Genau, und meine Frage jetzt wäre nochmal, dass wir vielleicht die letzten Minuten nochmal über diese Archiv- versus Kanon-Frage sprechen, bevor wir dann die Fragen ans Publikum übernehmen, wenn es dann Fragen gibt. Also ich würde gerne nur vielleicht einen Ausdruck nehmen, vielleicht ist statt wiederholen, intensivieren auch besser. Es ist, also man wiederholt ja im Prinzip mit dem Ziel, etwas
nochmal hervorzuheben oder dieses Wissen zu intensivieren. Also das Wiederholen klingt so ein bisschen, als würde man auf so eine Endlosschleife, aber ich denke, dass man damit eben Umstände intensiviert. Ja, aber im Moment der Wiederholung liegt ja auch die Möglichkeit der Verschiebung. Also in der Wiederholung liegt ja auch die Möglichkeit, etwas zwar nochmal zu zeigen, aber anders zu zeigen. Also ich denke, ohnehin ist jeder Film in dem Moment, wo er gezeigt wird, ein neuer Film im Vergleich zur vorherigen Projektion. Ja. Und insofern es liegt in der Wiederholung auch die Möglichkeit der Veränderung im Verhältnis zum Vorher. Ja. Das heißt, ich sehe da auch so ein subversives Potenzial in der Wiederholung, was tatsächlich dann auch nochmal nicht vielleicht den Kanon selber, sondern deswegen geht es mir immer wieder auch um das Wie und um die Praxis, sondern den Prozess der Kanonisierung meint, ja, und anspricht. Und da liegt dann vielleicht auch die Bedeutung des Archivs oder der Archiv, also das Archiv ist so ohnehin schwierig. Das ist sozusagen nochmal ein großes eigenes Panel, also was eigentlich ein Archiv zu einem Archiv macht tatsächlich, gerade im Filmbereich, wo Archive sehr, sehr stark nationalstaatlich definiert sind. Ich merke, dass ich jetzt sozusagen beim Sprechen denke, wie ich ein Archiv im Verhältnis zum Kanon setzen würde. Also ich finde den Begriff des Gegenarchivs sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich würde sagen, ich brauche den deshalb in Bezug auf unser Archiv, weil ich ansonsten überhaupt nicht wüsste, wie ich das Archiv beschreiben soll. Ne? Also wenn nicht über dieses Moment des Widerstands, politisch, ästhetisch, dass die Filme teilen und auch ihre Kontexte teilen. Aber eben natürlich auch da drin, in dem Moment, wo man es als ein Gegenarchiv beschreibt, gibt es, das wissen wir von der Geschichte des Experimentalfilms, die ist längst total kanonisiert. Ja, also das Experimentalfilm ist für mich ein ganz historischer Begriff, der nicht mehr viel, nicht mehr, finde ich, taugt wirklich für neue Filme so sehr, weil eben wegen der Kanonisierung, die auch in dem Bereich erfolgt ist, schon lange erfolgt ist. Deswegen kann ich nur noch mal zum Praxisbegriff zurückkommen, wenn es darum, also eine andere Archivpraxis, eine andere Wertung von Archiven, ein anderes Verständnis von Archiven, dass es eben nicht nur darum geht, Material zu schützen und zu retten, sondern dass das Material, das Filmmaterial selbst wirklich nur ein Bestandteil ist einer archivarischen Praxis und weggeholt werden muss von dieser Heiligsprechung. Einerseits, andererseits ist das Material aber sehr, sehr real, weil die Filme gehen kaputt und werden zerstört. Das heißt also, ich glaube, die Materialitätsfrage spielt eine große Rolle. Aber eine archivarische Praxis, die so bestimmte Vorstellungen von Archiv hinter sich lässt, denke ich, führt zu einer anderen Praxis des Kanonisierens, einer sehr kritischen Praxis, hoffentlich. Wir sind jetzt zeitlich eigentlich an dem Punkt, wo wir zur Diskussion mit dem Publikum übergehen. Es gibt auch zwei Meldungen. Wenn es jetzt von euch auf so ein keine Meldungen oder keinen Kommentar zu der Archiv-Kanon-Frage gibt, würde ich die beiden Meldungen aus dem Publikum. Ja, gerne. Lasst uns die Zeit nutzen, zum Wort zu kommen. Mhm. Genau, dann darf ich vielleicht fragen. Mein Name ist Marga Drun, ich bin auch ein Wildpari, ein Teil des Vorstands von Pro Quote Film. Und ich finde, wir sollten diesen männlichen Kanon einfach zerschlagen. Und zwar sofort. Pro Quote Film sollte es machen. Ich habe eine Frage an die Stefanie, vielleicht am ehesten, aber vielleicht kennt ihr euch auch aus. Also beim FFH ist dieses Förderprogramm Förderung der Digitalisierung der nationalen Filmapps. Und ich habe gerade geguckt, wer jetzt 2020 gefördert worden ist. Das war eine Frau und 21 Männer.
2021, das waren zwei Frauen und 21 Männer. Die erste deutsche Frau, die Filme gemacht hat, heißt Hannah Henning oder hieß Hannah Henning. Sie hat 1911 angefangen und hat 41 Filme gemacht. Soweit ich weiß, sind alle verschollen. Olga Wohlbruck, die zweite deutsche Frau, 1913. Sie hat auch einige Filme gemacht. Soweit ich weiß, alle verschollen. Oder kennt ihr Filme von diesen Frauen? Gibt es die irgendwo und kann man die sehen? Also es gibt sie nicht in unserem Archiv. Das würde natürlich eine entsprechende Recherche erfordern, sie zu finden. Ich weiß es nicht, ob es sie gibt tatsächlich. Muss ich passen, aber es gibt Archive, die ich befragen würde. Ja? Also wenn ich, aber es erfordert natürlich, und das ist das Entscheidende, es erfordert, man fragt die Archive erst dann, wenn man schon von den Filmen schon mal was gehört hat, und wenn man sie kennt. Ne? Und da ist dann so ein bisschen der Teufelskreis. Ne? Das heißt, ich kann die Frage insofern nicht beantworten, dass ich jetzt nicht wüsste, ob es Kopien gibt und wenn ja, wo, aber gleichzeitig eben auch da an der Stelle nochmal betonen, genau das ist eben der Punkt, dass man Archive und den Kanon sozusagen, dass man sie aus ihrer Machtposition rausnimmt und Filmbildung einfach anders vermittelt als eine Praxis, eine Fragestellung, ein Suchen, dass man auch den Begriff von Vollständigkeit aufgibt. Ja. Das finde ich als Archivarin immer ganz spannend, dass häufig jemand auf mich zukommt und mich nach irgendwelchen Filmen fragt, die wir nicht haben, wie jetzt auch in dem Fall. Und wenn ich dann sage, nein, haben wir nicht, dann heißt es, euer Archiv ist nicht vollständig. Und dann denkt man, aber es wollte es ja auch nie sein. Also wo kommt der Gedanke her? Es müsste es sein, einerseits. Andererseits bin ich dann natürlich auch neugierig. Was sind das denn für Filme, die nicht drin sind und warum sind sie nicht drin? Also das heißt, man muss sozusagen, glaube ich, den Fokus ändern. Und das ist auch die Verantwortung der Archive. Also sich selbst nicht als gesetzt zu behaupten, sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen, sondern sich einfach nur anzubieten als ein Pool an Filmen, den man sozusagen als Starting Point nehmen kann, ohne dass damit behauptet wird, es sind erstens die wichtigsten und zweitens die einzigen. Mhm. Danke. Ich würde meine Frage anschließen an euch, an alle euch drei eigentlich, und zwar, was kann feministische Filmpolitik genau bedeuten in Bezug auf Restaurierung, Archivierung und Digitalisierung? Gerade wenn, also ihr habt, Stefanie, auch du hast von einer archivarischen Praxis als einer politischen Praxis gesprochen und auch einem politischen und ästhetischen Widerstand. Und ich sehe zumindest Pro Quote Film ja auch als so eine Art Ort, also wirklich der radikalen Infragestellung der Branche und so der Mechanismen, die dort halt sind, also der Filmbranche. Genau, und mich würde wirklich interessieren, was können wir als Pro Quote Film tun mit einer feministischen Filmpolitik in Bezug auf Restaurierung und so weiter? Also ich denke zunächst mal, dass es wahrscheinlich erstmal Kuratorinnen und viel Recherchearbeit braucht, um sich auch zu schauen, wo möchte ich anfangen? Gibt es vielleicht bestimmte eben Zeitepochen? Gibt es bestimmte Länder, mit denen man sich auseinandersetzen will, um die feministische Filmarbeit aufzubereiten? Ich weiß, dass eine Bekannte von mir zum Beispiel damit angefangen hat, Dokumentarfilmemacherinnen aus den 60ern und 70ern zu sammeln. Sie hat zum Beispiel für dieses Filmprojekt keine Förderung bekommen. Also da ist es auch, wie weit, also es gibt wahrscheinlich auch schon Interessen, aber auch diese Interessen und die Menschen, die gerne daran an den Themen arbeiten würden, vielleicht zusammenzubringen und zu schaffen, dass sie eben Förderung bekommen, ihre Arbeit und ihre Recherchearbeit umsetzen zu können. Ich denke, das wäre schon mal ein Anfang. Also um nochmal zurückzukommen zum Kanon und Archiv und so. Also es
gibt kein Kanon ohne Archiv, richtig? Aber andersrum wäre das möglich. Aber ich sehe quasi die Aufgabe von Pro Quote nicht darin, jetzt Großrestaurationen durchzuführen oder vielleicht in Kooperation mit dem Arsenal, aber da sehe ich das eigentlich nicht. Vielmehr eben eine andere Perspektive zu ermöglichen, und das hat auch das Arsenal öfter auch gemacht, Filme von Regisseurinnen nochmal in Kontextsetzung, also Frame, und dann wiederholen zu zeigen in einem anderen Licht, ja, meinetwegen auch mit Gästinnen, und dadurch eine alternative Kanonbildung voranzutreiben, ja, weil wenn es das eben nicht gibt, dann seid ihr quasi die Prädestinierten, das aufzubauen. Ja. Also es gibt ja, ich glaube, Carola Gramann war nicht dabei vorhin bei dem Panel, es gibt ja die Kinothek Asta-Nielsen, die und es gab auch vorher schon Film, also einige Initiativen, die Blickpilote, also es gab immer wieder Vereine und Initiativen, gerade die Kinothek Asta-Nielsen macht großartige Arbeit in genau in diese Richtung. Und ich denke auch, es braucht vor allem mehr davon. Ja? Also es braucht vor allem so viel davon, von einer entsprechenden Forschung und künstlerischen, aber auch eben kuratorischen Arbeit und auch wissenschaftlichen Arbeit, dass irgendwann einfach deutlich wird, wie viel es noch zu entdecken gibt. Und dann wird hoffentlich, werden sich möglicherweise auch die Förderbedingungen dann ein bisschen ändern, aber also viel davon, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, ne? Von solchen Projekten, von solchen Initiativen, und immer wieder nachfragen, was es generell schwer macht, finde ich, wenn wir uns mit Filmen beschäftigen, die nicht so bekannt sind, dann ist es tatsächlich auch nicht so einfach, die an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja? Und es nützt dann auch nichts, wenn sich dann irgendjemand dann zwar bereit erklärt, einen Film zu digitalisieren, aber dann wird er wieder vergessen. Das heißt, deswegen meine ich auch nochmal, der ganze Ansatz muss sich verändern. Ja? Also nicht nur irgendwie andere Filme, sondern vor allem, was macht die Filme in der Gegenwart relevant? Ja? Und aus welcher Gegenwartsperspektive oder auch Zukunftsvision heraus grabe ich bestimmte Filme aus? Dadurch, es geht nicht nur darum, sozusagen sie eben auszugraben, sondern vor allem sie mit Leben zu füllen und in der Gegenwart. Und insofern ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, also die Aufgaben von Archiven anders zu bewerten und die eigenen Ansprüche an Archive zu formulieren und auch vorzubringen. Ja, danke. Also Sanju, ich meinte natürlich nicht, dass Pro Quote Film selber Filme restauriert, sondern was wir filmpolitisch, also das, was Margret eigentlich schon angesprochen hat, zum Beispiel in Kontakt mit den FFA zum Beispiel aufzunehmen und eine andere Praxis der Vergabe von Restaurierung, Förderung und sowas, das könnte natürlich unser Bereich sein, ne? Also da halt politisch einzusteigen. Ja. Aber jetzt im Bereich FFA war gerade gemeint, da ging es, glaube ich, um Produktionsförderung, ne? Weil oder ging es da auch um... Also ich glaube, was Margret, du kannst ja gleich nochmal was sagen, aber wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, hast du Restaurierung oder Digitalisierung gesagt? Was hast du gesagt? Von nationaler Filmerbe, und das sind lauter Männer, die man überhaupt nie gehört hat, also deren Filme man auch nie gesehen hat, aber kaum Frauen. Manche Jahre gibt es überhaupt keine Frauen, die deren Filme... Also wir haben, wie gesagt, letztes Jahr Cynthia Beat, Sera Perakarasu, die sind aber noch nicht, also ich glaube schon, dass man das im Internet schon finden kann, aber die sind noch nicht fertig, die Restaurierungen, also da kommt demnächst einiges, auch von Angelika Levy, Ulrike Oettinger, das ist schon richtig, also man sieht natürlich, dass in der Digitalisierung und auch in den entsprechenden Anträgen dass sich da widerspiegelt, wie Filmgeschichte sich immer schon fortgeschrieben hat, ja.
Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit würde ich jetzt noch die letzte Frage rannehmen und dann schließen wollen. Hallo. Wir hören dich nicht. Alles anschalten. Mir ist da leider Asmon auch nochmal eingefallen, die ja sehr viel geschrieben hat zu Kanon und Archiv. Also, und das Archiv ist in ihren Augen ja oft auch schon, kann eine Form des Vergessens sein. Also deswegen ist dieser Kanon doch wichtig, weil das, da geht es um Aufführungspraxis. Ne? Ein Musikstück, was irgendwo als Note im Ordner liegt und nicht aufgeführt wird, ist vergessen für den kulturellen Raum oder für die Welt auch in dem Moment. Insofern finde ich das schon auch wichtig, irgendwo eine Erweiterung des Kanons zu fordern oder den Kanon immer wieder zu diskutieren, weil es kann nicht sein, dass einfach dann so ein Buch wie das von der Bundeszentrale für politische Bildung, was von der Kinemathek mit rausgegeben wurde, da nur Männer enthält. So. Und das ist ja, solche Büchlein, die werden ja doch gelesen, die werden benutzt im Unterricht und werden benutzt von FilmstudentInnen und insofern können wir das nicht ignorieren, dass es die gibt. Also dass es Dinge gibt, wo Kanon draufsteht und deswegen finde ich das auch diese Praxis, die ihr da im Eisenal macht, Stefanie, finde ich einfach großartig. Also immer wieder sagen, wir haben ein Living Archive. Also nur das, was wirklich lebt, ist auch vorhanden. Und das finde ich irgendwie, da können es gar nicht genug Leute geben, von uns allen, aus allen Initiativen, das auch zu fordern, dass da aus den Archiven auch noch ein bisschen was ausgegraben wird und wieder verfügbar gemacht wird, sichtbar gemacht wird und auch meinetwegen im Kanon erscheint. So. Ja, vielen Dank für diesen super wichtigen Punkt, dass das natürlich lebendig und dynamisch performt werden muss permanent. Dass eben ein krasser Unterschied ist, so einfach nur sammeln und sich wieder aneignen und füllen. Also das hat natürlich auch wieder eine problematische Geste, so ist einfach nur neues Wissen anzueignen. Die Frage ist, was passiert dann damit? Und ich würde jetzt mit Blick auf die Zeit, Paris nickt auch schon, euch vielen herzlichen Dank wünschen für diese super interessanten Einsichten, dass ihr heute Zeit hattet an diesem Tag und mit uns so lebendig diskutiert habt. Ja, und Paris, du möchtest bestimmt noch ein offizielles Schlusswort sagen, weil das ist, glaube ich, jetzt auch die letzte Veranstaltung dieser gesamten von dir kuratierten Reihe. Ja, also vielen Dank an euch alle. Danke, Naomi, für die wunderbare Moderation. Ich bin sehr, ich freue mich sehr, auch euer Gespräch nochmal nachhören zu können auf YouTube. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch noch mehr Zuschauerinnen haben. Ich habe sehr viel daraus jetzt gewonnen. Vielen Dank an Afsun, an Sanju und an Stefanie, dass ihr zusammen mit uns wart und alles geteilt habt aus euren Erfahrungen. Und ja, ich freue mich, euch bald irgendwo live zu sehen. Danke von ProQuote Film, danke auch nochmal an Tonja Lisou, die immer im Hintergrund alles aufrechterhält. Und wir freuen uns bald auf vielleicht gemeinsame Projekte, weitere Gespräche und so weiter. Ich wünsche euch alles Gute und habt noch einen schönen Abend. Danke an euch alle. Danke euch. Danke allen. Danke Pari, danke Naomi. Vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss, danke euch. Bald im Kino. Ja. Das